Herzlich willkommen zu Pandemonium, erster Kreis. Sehr schön. Mehr verkacken kann man aber beim Start nicht. Okay. Wie gesagt, der erste Kreis. Eiserne Zucht, das ist. Wir müssen jetzt gucken, wo die Kette schwingt, links oder rechts. Die schwingt rechts, das heißt, wir gehen auf die linke Seite. Jetzt gucken wir wieder, die schwingt jetzt gleich links, das heißt, wir gehen rechts rüber. Unser Schwarzmagier hat das nicht so, der möchte gerne stehen bleiben. Was vollkommen legitim ist. Kettenmagie, das ist jetzt mehrere, also AOE Damage. Zucht und Ordnung, da wird ein Spieler markiert und von dem gehen wir weg. Der hier war zu früh, dann kriegt er einen Stackmark. Eiserne Zucht, er hat ihn jetzt gedreht, das heißt, jetzt müssen wir natürlich gucken von der Person aus. Jetzt dreht er wieder Richtung Norden, jetzt kommt die Eiserne Zucht gleich nochmal. Nee, kommt doch nicht. Kommt gleich. Zerne Elemente. Gut, gut. Also, wir haben jetzt entweder Feuer oder Eis. Wir müssen zur Eisseite, das heißt, wir müssen uns immer mit dem Element darunter stellen. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen uns mit dem Gegenteil drunter stellen. Super. So haben wir jetzt Feuer. Gehen wir zurück. Gehen wir zur Eisseite rüber. Haben wir Eis. Gehen wir zur Feuerseite. Mein Fehler. Das ist der Tankbuster, genau. Einfach mal kurz, zack, gegenschilden. Dann passt das auch. Etherzwinger. Da wird das Spielfeld jetzt kleiner. Wir sehen das auch rechts und links. Und jetzt sehen wir auf dem Boden Feuer und Wind. Er macht zuerst Feuer, das heißt, wir gehen raus aus dem Feuer. Macht der Wind, also dann stellen wir uns in das Feuer rein. Könnt sich auch richtig machen. Jetzt beamt er weg, kommt wieder. Apokalyptische Zuflucht. Das ist im Prinzip das gleiche jetzt. Jetzt müssen wir nur gucken, was er für ein Element macht. Er macht Element Wind und die Kette links. Das heißt, wir gehen rechts und ins Feuer. Und jetzt ist der Spaß umgedreht. Rechte Seite und das Feuerelement auswählen. Da gehen wir drauf. So, jetzt wurde ich markiert. Natürlich nur Schaden. Dann kriege ich jetzt Deckmark. Kommt wieder die apokalyptische Zeugs. Dann gehen wir wieder auf das Feuerfeld und nicht auf die rechte Seite. So, der Heiler ist raus. Stehen. Freigang ist im Prinzip AOE Damage. Oh, schlecht. Macht auch ein Ordnungsspielchen hier. Das heißt, wir haben Feuer, das heißt, wir gehen nur zu Eis. Bleiben wir übrigens in der Mitte von diesem Feld hier kleben, sterben wir. Jetzt haben wir Eis, jetzt gehen wir rüber zu Feuer. Steht natürlich unsere Boots weiter.
Das war jetzt keine Absicht. Oh. Schlecht. Und rüber. Oh, und doppelt schlecht. Darf ich nicht auf der Barf. Passiert. Kettenmagie. Da kommt er wieder mit seinen Ketten. Oh, ich muss einmal hochheilen. Problem ist, ich habe momentan keinen Mana zum Retten. Ich muss den Hardcap machen. Kann ich nicht, weil ich halt keinen Mana habe. Ether-Zwinger, das heißt, wir spielen wieder ein Mechanikum gerade. So, Feuer und die Kette liegt links, das heißt, wir gehen rechts. Ich mache jetzt Hardcap. Ist wie es ist. Die Kette ist jetzt links und wir spielen andere. Zucht und Ordnung, da wird wieder jemand markiert und dann geht es in die gleiche Richtung von demjenigen, der wird geschubst. Stagma. Ja, Leute. Feuerkette links, Kette rechts. Warum rettet mein Kollege nicht? Na egal. Auf jeden Fall, das war's dann. Das war's mit diesem Guide. Ich danke dir. Und bis dann.